Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Liebe Tanita, bei der Zusammenarbeit an Dokumenten haben viele meiner Kunden die Herausforderung, dass einfach unzählige Versionen entstehen. Wie würdest du das lösen? Also Microsoft Teams ist ja dafür gemacht, für Teamarbeit. Und das Schöne ist, dass man eben eine Datei in Teams hochladen kann. Jeder, der in diesem Team ist, hat die Berechtigung da drauf und es existiert auch nur eine Version. Mhm. Ich würde dir das einfach mal kurz zeigen, wie man das machen kann. Wenn wir in unser gemeinsames Team moderne Zusammenarbeit gehen, möchte ich gerne was zu unserer Videoproduktion posten. Ein Dokument, an dem wir zusammenarbeiten. Dafür starte ich hier unten eine neue Unterhaltung. Schreibe noch einen Text dazu. Videoskripte und füge die Datei hin. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sie vom Computer hochladen oder eben auch eine bestehende Datei dazu verlinken. So, ich habe jetzt eine kleine Datei, eine Nachricht geschrieben, sodass alle wissen, worum es hier eigentlich geht. Und hier unten sieht man auch die Datei. Super gut, ich habe das hier auch schon auf meinem Rechner bekommen. Das heißt, ich sehe jetzt hier das Dokument und kann direkt im Kontext meine Antwort verfassen. Vielen Dank. Und wenn ich dir diese Antwort zurückschicke, bekomme ich direkt eine Nachricht, dass du auf meine Unterhaltung geantwortet hast. Kann das natürlich liken, weil mir das sehr gut gefällt. Vor allem aber auch, dass diese Unterhaltung ja in unserem gemeinsamen Teams ist, mit dem wir auch andere Teammitglieder darüber informieren können. Also alles transparent. Super gut.